Bringt ihn dorthin, wo ihr ihn hergeholt habt. Dort sucht niemand nach ihm. Und die Ratten werden nichts übrig lassen. Aha. Du bist also der Unruhestifter. Ich bin immer noch erstaunt, dass einer von uns vernichtet werden konnte. Aber gib dich nicht der Vorstellung hin, du hättest gegen mich eine Chance. Ich bin in den Gassen von Jericho aufgewachsen, nachdem meine Eltern von Banditen getötet wurden. Ihre Asche habe ich seitdem bei mir, jeden einzelnen Tag. Irgendwann war ich endlich größer und stärker als alle anderen. Und das war der Tag, an dem sie zahlen mussten. Mein Zorn zerschmetterte sie wie Fliegen an der Wand. Seit diesem Tag hat niemand mehr meinen Führungsanspruch in Frage gestellt, ohne schreckliche Konsequenzen zu erleiden. Ganz alleine habe ich ein Handelsimperium errichtet, in dem ich die richtigen Verbündeten gefunden und die Feinde vernichtet habe. Und schließlich hat mich mein Bündnis mit dem untoten Fürsten unsterblich gemacht. Nur du bist der Schwachpunkt in meinem Plan. Niemand hat geahnt, dass es noch eine Person gab, die uns gefährlich werden konnte. Aber das wird ein Ende finden, hier und jetzt. Ich werde das Gleichgewicht wiederherstellen. Ich werde das Gleichgewicht wiederherstellen. Das ist mein Schicksal. Dein Schicksal ist nicht, uns im Wege zu sein. So lass uns beginnen. Es wird nicht lange dauern. Hector, der zweite Bosskampf. Aua. Vielleicht muss ich irgendwie an diese Urne von seinen Eltern ran. Wo ist denn die? Nicht zu sehen. Warum mache ich keinen Schaden gegen ihn? Vielleicht mit dem Hammer. Wie kann ich denn Schaden gegen ihn machen? Blutzoll. Er ist immun gegen... Wie soll ich... Mondklinge. Okay, also auch... Vielleicht muss er schlagen und ich muss ausweichen. Aua. Aua. Nee, irgendwie nicht. Ich habe leider keine Ahnung, wie dieser Bosskampf funktioniert. Hi. Bist du hier öfter? Okay, das klappt auch nicht. Was klappt denn dann gegen den? Hau die Säule kaputt, los! Hau sie kaputt. Da ist die Urne! Da ist sie, er verteidigt sie. Oh oh, oh oh, oh oh, ich habe ihn fucking angry gemacht. Komm her, los, komm her, komm her. Ah, so kriege ich ihn. Moment, und jetzt? Wie, auch nicht? Dann mach jetzt die Säule kaputt. Geht das? Jo, das war klar. Warum sollten die auch sonst Säulen sein? Geh kaputt, Hector!
Wie schon die Schattenwelt? Das ist irgendwie sehr einfach. Ach du Scheiße. Was ist das denn für eine krüppelige Figur, ey? Da ist jemand nur einseitig gewachsen, würde ich sagen. Ob das bei seinen Eiern auch der Fall ist? Naja, auf jeden Fall ist ja relativ klar, wie man ihn besiegt, und zwar hier. Wow! Fucking bitches. Slide! Und wo als nächstes? Wo als nächstes? Wo als nächstes? Hier, einfach so. Kann ich ihn irgendwo schlagen? Ja, kann ich. Ah, okay, jetzt muss ich wieder den Beinschaden machen, um ihn fallen zu lassen. What? Trink mal ein paar Tränke, habe ich ja genug von. Schlupp. Autsch. Das ist die Stelle, die ihm verdammt wehtut. Er ist dort schon verwundet. Eine alte Wunde, die niemals verheilt ist. Gott, ist das eine wilde Kamerafahrt. Schlimmer als bei jedem Transformers-Film. Aua. Ich hasse das, wenn er das tut. Komm, Hector. Show me what you fucking got. Okay, noch einmal. Einmal müssen wir ihn noch zu Fall bringen. Auch ein ziemlich leichter Bosskampf. Also ich finde jetzt auch die Bosskämpfe nicht sehr anspruchsvoll. Sie sind jetzt natürlich nicht so schlecht inszeniert, weil Hector doch schon relativ groß ist. Und auch die Meisterin der Assassinen jetzt nicht so klein war. Aber irgendwie fehlt mir da noch was. Okay, er ist noch nicht tot, oder? Was hat der denn jetzt für eine Mission? Gott, Hector, du bist eine einzige Enttäuschung. Und sowas war unbesiegt? In meinem Ghetto, in Scarlets Ghetto, wäre er schon mit 1 gestorben. Du kommst zu spät. Ich weiß. Du hast sicher recht. Vergib mir mein Versagen. Jetzt, wo Sophistos tot ist, ist unsere Verbindung zum schwarzen Grimoire durchtrennt. Das einzig Gute daran ist, dass der untote Fürst genauso ahnungslos ist wie wir. Aber wir dürfen nichts riskieren. Du musst Sophistos finden. Finden? Er ist tot und seine Leiche im Fluss versunken. Sein Geist. Du enttäuschst mich. Benutze deine Sinne. Seine Leiche ist nicht versunken. Sie wurde vom Schiff geholt und in seine frühere Behausung gebracht.
dem letzten Befehl Hektors entsprechend. Und auch der Tod ist nicht so endgültig, wie er scheint. Was ich eigentlich weiß. Ich muss Sophistos Leiche finden, um das schwarze Grimoire aufzuspüren? Beeil dich. Dein Feind hat dich noch nicht ausgemacht, obwohl du dich direkt vor seinen Augen bewegst. Das wird nicht mehr lange so bleiben. Er hat weitere Verbündete, die wachsamer sind und ihre Spuren zu verwischen verstehen. Halte dich im Verborgenen. Ich will alles wissen. Warum kannst du nicht einfach die Seele dieses Untoten zerschmettern? Weil dieser Untote unsere Regeln gebrochen hat. Er wurde als mein Nachfolger gewählt, denn jeder letzte Begleiter, so wie ich einer bin, wird nur für eine gewisse Zeitdauer auserwählt, um die Toten zu ihrer letzten Ruhestätte zu führen. Und meine Zeit ist abgelaufen. Meine Epoche des relativen Friedens und der Stabilität verblasst. Bald wird es dunkel werden in deiner Welt. Die jetzigen Geschehnisse sind nur ein blasser Schatten von dem, was euch alle noch bedrohen wird. Daher hat der ewige Rat entschieden, dass ein neuer Begleiter gefunden werden muss. Sein Name war Viktor und er war ein guter Lehrling. Doch dann verletzte er die Gesetze, indem er verbotene Bücher über die dunklen Mächte der Nekromantie las. Der Rat war erzürnt und beendete Viktors Ausbildung, denn er fürchtete, Viktor würde seine Macht missbrauchen, wenn er einmal letzter Begleiter wäre. Doch Viktor wollte nicht verlieren, was er für sein Geburtsrecht hielt, der letzte Begleiter zu werden. Also führte er ein dunkles Ritual durch, das die ewigen Gesetze austrickste. Während er sich mit einem starken Zauber vor dem Tod schützte, brachte er sich um. Und seine vier Verbündeten taten es ihm gleich. Das führte zu einer Unmöglichkeit. Wie kann man vor dem Tod geschützt sein und gleichzeitig sterben? Das machte ihn und seine Gefährten untot. Und entzog sie da mit meinem Griff als Wächter. Sehr klug. Nun können sie also tun, was ihnen beliebt, ohne dass die ewigen Gesetze noch für sie gelten. Und jetzt strebt Viktor danach, den Rat selbst zu vernichten, wie auch mich, indem er die ewigen Gesetze ändert. Dazu will er das letzte Ritual durchführen, das in einem Buch beschrieben wird, das nicht von dieser Welt stammt. Das schwarze Grimoire? Ja. Wenn er die unsichtbaren Buchstaben auf den schwarzen Seiten vorliest, wird er unbesiegbar und stellt alle Regeln des Universums auf den Kopf. Aber auch du hast diese Regeln gebrochen, nicht wahr? Als ich mit deiner Mutter zusammen war, bevor ich zum letzten Begleiter berufen wurde. Die ewigen Gesetze verbieten es, Kinder zu bekommen. Denn wenn man ausersehen ist, ein Begleiter zu werden, dann wird die Macht zwangsläufig auf das Kind übergehen. Als der ewige Rat von dir erfuhr, rang er mit sich. Doch ich konnte ihn überzeugen, dass mein geheimer Betrug, ein Betrug aus Liebe zu deiner Mutter, nun unsere stärkste Waffe gegen unseren neuen und fürchterlichen Feind sein konnte. Auch sehr klug. Über Mama. Erzähl mir mehr von meiner Mutter. Ich habe dir schon mehr erzählt, als ich sollte. Und nun geh und finde die Leiche von Sophistos. Vielleicht wird uns das weiterhelfen. Ich will antworten, alter Sack. Ich werde dies für die guten Menschen wie Benedikt tun, nicht für dich. Und nun geh. Ja, wir merken schon, das Verhältnis zu unserem Vater ist nicht das Beste. Aber er will ja auch nichts über meine Mutter erzählen. Entkommen! Und sie hat Hektor getötet. Ich dachte, ich hätte die Besten auserwählt. Na ja, nun nicht. Bin mir eigentlich sicher, dass wir die Besten sind. Und welches Licht wirft das auf diese Welt? Viktor, mein Lieber, lasst es mich so sagen. Zwei von uns sind tot. Ihr habt Unsterblichkeit versprochen. Ich frage mich, warum ihr besser seid. Nicht einmal eure gruseligen kleinen Bücherwürmer scheinen bislang etwas bewirkt zu haben. Er kann uns nur gottgleich machen, wenn das Buch gefunden wird. Habt ihr nicht zugehört? Er hat längst alles erklärt.
Ruhe, meine dunkle Prinzessin! Deine Meinung zählt hier nicht. Ich habe meine Leute nicht verlassen, um mir euer unwürdiges Geschwätz anzuhören. Ich habe Viktor mein Leben geschenkt, damit er mir die Stärke gibt, meine Leute zu führen. Und ich werde meinen Treueschwur ihm gegenüber erfüllen. Meine Kriegsbestien werden diese Person ausfindig machen. Und sie werden sie in Stücke reißen. Vielleicht mag ich es doch, wenn du redest. Seltsam. Ich mag sie auf einmal nicht mehr ganz so gern. Ich bin sicher, dass eure Hoheit wieder eure Autorität an einen von uns abgibt. Na, zum Teufel. Ich habe den Arsenalbezirk sowieso nie gemocht. Ich werde Tod und Schrecken auf den Straßen verbreiten, bis mein Schwur als erfüllt gilt. Setz deinen Übermut sinnvoll ein, meine junge Prinzessin.